Motopair? Ja. Kann ich ein Autogramm haben? Alter, Motopair ist da. Gib mir mal ein Autogramm. Oder kannst du mir gleich zwei Autogramme geben? Für meine Freundin gleich mit? Ja. Oder kannst du noch mehr Autogramme machen? Dann kann ich die bei eBay versteigern. So, hallo meine lieben 997 Abonnenten. Oh nein, oh nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Schon wieder, 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 wieder. Hallo. Hallo. Ja, jetzt. Jetzt. Oh, warte mal. Mit kleiner technischen Störungen. Jedenfalls fahren wir heute als die Schlümpfe verkleidet zur Kartbahn Schönerlinde. Weil ich denke, das muss auch mal sein, dass die Schlümpfe auf der Kartbahn zu sehen sind. Dazu haben wir unseren Motopair eingeladen. Er ist es wirklich, unser wahrhaftiger Motopair. Dann haben wir unseren Marco, Papa Schlumpf, unseren Superman Schlumpf René und der Eumel. Kanal 1? Der Eumel als drinne, ja. Miese Peter. Ja, halt doch mal die Fresse, ich mach gerade meine Anmoderation. Ja, wir fahren jedenfalls heute auf der Kartbahn. Wir holen jetzt gleich noch jemanden ab, den stecken wir auch in Schlumpfkostüm rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Aufnahme. Wer ist geil? Pers Roller? Achso, wir müssen uns heute alle auch so ein bisschen nach Per richten. Nicht, dass ihr alle vorfahrt und Per noch der hier in Marzahn ist. Der Ach, der kommt im Wheelie an uns vorbei. Oh, das will ich sehen. Der Roller ist schneller als 125er. Das wollen wir erstmal sehen. Naja, nee, jetzt habe ich den Knubbel im Arsch die ganze Zeit. Was soll der denn? Ja, hab ich auch. Das ist dein auch. Schwanz, Liam. Den du hat einen Schwanz hast. Im Arsch, na, ist doch was. Per, ist die Geschwindigkeit so angenehm für dich? Ah, ey, alles klar, ja, locker. Per, jetzt du! Ich ja, jetzt müsste Per mit seinem Roller hier voll vorbeigeschossen kommen. Und all den Schwingern zeigen. Ja, meine Lieben, endlich kann ich wieder mit Liam fahren, mit dem Eumel. Der war ja eine ganze Weile außer Gefecht gesetzt und sein Motorrad auch. Jetzt hat er wieder eine neue Maschine. Zum Glück, jetzt kann man ihn auch wieder schön mit einspannen. Ich habe ja so viele Kostüme und der freut sich schon ganz doll. Dann fangen wir heute gleich mal mit der Schlumpfe an. Jugend auf, wenn du das siehst. Und ich auch. So, und dann muss ich noch dazu sagen, ich bin noch nie Kart gefahren. Das ist heute für mich auch Premiere. Mal gucken, wie ich mich anstelle. Echt? Ich bin einfach mit Eumel nur gefahren. Ja, ich noch nie. Ja. Ich weiß nicht mal, wie man die Dinger bedient, aber wird schon nicht so schwer sein. Du hast links die Bremse, rechts das Gas. Notfalls hat nicht gleichzeitig drücken. Auch Autoscooter bist du schon gefahren? Was, nichts gleichzeitig drücken? Bremse und Gas nicht gleichzeitig. Das wird er dir nochmal sagen. Ja, ja. Kriegst du auf die Fresse. Okay. Hallo. Per, der hat dich gegrüßt, trotzdem du einen Roller fährst. Er hat schnell die Hand wieder runtergenommen. Nein, scheiße, was habe ich getan? Aber manche Motorradfahrer, wenn ich die so richtig auffällig grüße und zuwinke, dann winken die manchmal zurück. Das ist so ein Reflex. Ja. Hallo. Oh. Alter. Das ist ja krank. Alter, die Vibration spürt man richtig im Brustkorb vom Gas geben. Das stinkt. Alter. Motopair, wo ist denn dein Killswitch? Achso, nee, du hast keinen. Ja gar keinen. Gibt keinen, ja. Ich hab nur Fernlicht. Ja, ist doch schon mal was. Guck mal, die Nase! Die Nase vom Per! Ich hatte hier so zwischen. Ich sehe das nicht. Du siehst aus wie ein Idiot! Wie geil, ey! Nee! Ich habe hier richtig eingeschränkte Sicht, deswegen. Du wein mal nicht gleich. Wir haben alle eine eingeschränkte Sicht. Ja, alles gut.
Hola! Hallo. Ey, ich muss euch ja mal sagen, wir sind ein richtig schlechter Umgang für Per, weil Per hat heute noch nicht einmal Digger gesagt. Was? Stimmt. Meine Digger stören mich. Jo, Digga. Ey, auweia. Per, ref mal. Oh, geil, was für ein Sound. Ja, der ist an. So, ich mach mal Burn aus. Lass mal den daran durchdrehen. Da kommt noch ein SC Project dran hier. René wollte gerade deinen Roller ausmachen und hat sich gewundert, dass du raffen kannst. Er hat mich weit hier noch gedreht anscheinend. Schlüssel? Ja. Hast du da meinen Schlüssel dran? Ist das? Ja. Komm. Deswegen ja. Ich dachte eigentlich, ich hab's ausgemacht. Ja, der hat so einen kleinen Spielraum bei uns. Ja, hab schon gemerkt. Und jetzt, wann kommt der jetzt Felix dazu? Jetzt so gleich. Da vorne holen wir ihn ab. Jetzt, alle, jetzt müssen wir ihn alle umkreisen. Ja, die ganze Zeit. Wir kriegen ihn. Ja, boah, ja, wo fährst du denn? Moin. Kostüm drip ich noch mehr auf dem Roller. Moin. Hey Felix. Hallo. Geil, dass du gekommen bist. Also wir haben jetzt unseren Felix noch mit eingespannt hier. Der hat unseren... Ah, du musst die Brille noch aufsetzen. Warte mal, die Brille. Du bist ja der Brillenschlumpf. Kannst du noch gucken? Aber hält es beim Fahren? Ja. Also auf jeden Fall haben wir hier unseren Schlaubi noch mit eingesammelt. Und jetzt geht's auf zur Kartbahn. Wir fahren aber eben vorbei. Ja, wir fahren bei Mitch vorbei. Können wir alle mal hupen dann, ja? Ach, aber... Bei Mitch fahren wir vorbei? Ja, also bei dem Recht? Unfallort. Bei dem Kreuz. Ja. Uff, du, bin ich der Veranlasser, ja? Ja. Boah, was ist das? Ist ja krass. Geil, oder? Wo wollen wir uns hinstellen? Hier rechts, ja. Ja. So, Leute, wir sind angekommen in Schönerlinde auf der Kartbahn. Hier werden wir jetzt gleich mit den Karts fahren. Aber jetzt müssen wir uns erstmal anmelden gehen. Müssen wir uns alle mal hinstellen. Komm, mein Hübscher. Ja. Ja, willst du ein Foto machen? Gerne. Gerne. Alles klar. Ich gehe nach hinten. Och nee, das ist ja jetzt richtig. Nee, ganz vorne ist auch noch einer hier. Ganz vorne? Nee, ganz vorne will ich nicht. Oh oh. Huch, habe ich schon gesagt, dass ich Angst habe? Ja, so ein bisschen Respekt hat man, aber wenn du die ersten zwei Runden gefahren bist, geht's eigentlich. Also zumindest war das bei unserer ersten Kartfahrt so. Ich bin noch nie die ersten zwei Runden gefahren. Mach mal anschnallen, ja. Mach mal anschnallen. Achso, anschnallen, wo denn? Mal anschnallen? Arschloch. Ja, hör auf zu suchen. Achso, musst du nicht. Achso. Ja, ja. Was, Zeug? Ganz nach vorne mit Arsch, mit dem Auto. So. Das sieht ja pervers aus, wenn ich das mache. Also das ist Gas und das ist Bremse. Stopp! Ja. Oh, die hauen ganz schön ab. Oh! Wollt ihr nicht zusammenfahren? Oh, ihr seid hässlich, ihr seid alle abgehauen. Eine Halle fest. Oh, das ist geil. Alter, das ist geil. Alter, Liam, du fährst ja wie ein Profi. Das bin ich nicht, ich bin hinter dir. Ich kriege Adrenalin, Digga. Oh, ich hab Digga gesagt, hat das krass.
Oh nein, Marco überholt mich. Scheiße, ich bin, jetzt bin ich wieder die Erste. René, komm. Wie geht's denn? Ja, die überholen mich alle, ey. Ey, selbst Per überholt mich. Aber ich bin auch schon mal gefahren. Der Jungs, ich hab mich gedreht. Ach du Scheiße. Darf ich hier wenden oder soll ich warten? Help! Pass auf, René. Ja, ja. Glaubst du, ich kann wenden oder was? Wenn keiner kommt. Aua! Oh, armer Per. Help! Ich bin ja auch rumgedurstet gerade eben. Das glaubt ihm dir gar nicht. Ich hab richtig Zugehörigkeit. Hast du Angst gehabt? Hast du jetzt einen Kackstift in der Hose? Ich hab Spaß gemacht. Boah, jetzt habe ich aber die Strecke vor mir fast. Ich fühle mich alleine, Alter. So fühle ich mich schon die ganze Zeit. Aber gibst du auch Gas? Ja. So, Schlumpfino und überhole gleich zum dritten Mal. Arschloch. Gib doch mal rechts ein Pedal, da kannst du bewegen. Dann überschlage ich mich. Nein, hab ich gerade schon überschlagen. Ja. Hallo René, schön dich zu sehen. Ich komme mir vor wie die eine Olle von Police Academy, wo die da das Sicherheitstraining haben. Ich liebe ihn viel mehr als alles auf der Welt. Hallo Per. Ey Per, kann ich Autogramm haben? Junge! Ich hab ne orangene Ampel, muss ich jetzt was beachten? Nicht eine Ampel? Ja, glaub nicht überholen, wa? Nicht überholen? Mach ich ja eh nicht. Ja, hier kannst du mal Herz hinstehen, nur auf der Bremse. Aber man muss sagen, das Kart, das klingt schon geil, wenn es hoch beschleunigt, ne? Also es ist schon ein geiler Sound, finde ich. Marco, was machst du denn da? Natürlich darfst du sie überholen, die fährt 3 km/h. Ich krieg richtig Muskelkater in den Armen. Ego. Letzte Runde. Echt jetzt? Aber ich doch nicht, oder? Ich hab doch erst 2 Runden. Total geil. Die 23 Euro haben sich auf jeden Fall gelohnt. So, meine letzte Runde. Guck mal, die Tucke da hinten noch in Schrittgeschwindigkeit. Schräglage. Du musst hier vorne erst im Schritt sein. Oh, es ist warm. Oh, Alter, ey. Das war ja geil. Du kriegst heute Schneckenpokal, die rote Lampe. Muss ich jetzt schon bremsen? Nee. Fahr einfach so weiter. Wo ist denn der Blinker? Pass ich hier durch? Oh. Ich komm hier nicht raus. Help! Help! Warte! Oh, das hat richtig Spaß gemacht. So, hier unser Siegerehrungsfoto. So, meine Lieben, das war's jetzt hier von der Kartbahn. Wir fahren jetzt alle noch gemeinsam zurück. Und ich werde noch ein bisschen aufnehmen. Mal gucken, ob noch irgendwas. Gruppeninterkom verbunden. Mal gucken, ob noch irgendwas Spannendes passiert. Ja, war auf jeden Fall eine richtig coole Kartbahn. Hat echt Spaß gemacht. Ja, dafür, dass ich es zum ersten Mal gemacht habe, fand ich das ganz gut. Auch wenn ich jetzt die letzte war. Ist ja egal, solange ich Spaß gemacht hat. Richtig. Ja, du bist so Kacke. So, und du kriegst Hausarrest.
Der im Blauen hat uns gewunken. Ich will nicht gucken. Okay. Boah, die hat sich verliebt, glaube ich. Ja, die hat sich verliebt. Die hat mich aber angeguckt, Eume. Ich glaube nicht. Den Schluck im Hintergrund. Doch, wegen der Blume immer im Haar, in einer Mütze. Genau, siehst du mal. Ich bin das Arschloch, aber Frauen stehen auf Arschlöcher, deswegen. Ah! Ich stehe auch auf Arschlöcher. Oh, warte mal. Mach das mal gleich nochmal. Warte. Nein. Doch, bitte, warte. Mach es einfach nicht mehr. Doch, komm. Oh. Per, Liam? Das könnte ein neues Profilbild werden. Ja, los. Hallo, Mäuschen. Hier machen wir Herz. Ja, macht mal Herz. Boah, hier, guck mal. Oh, geil. Geil, Alter, das ist geil. Oh. Fast aufgefahren? Nee, fast geradeaus weitergefahren. Ach so. Ich hab nur gehört, Uwe, oh. Uwe. Hey, Uwe, oh. Sprungschanze. Nein, da war gerade so ein fetter Hocke, ich bin mit beiden Rädern in der Luft gewesen gefühlt. Ein Roller, der fliegen kann. Da haben sie es aber gut mit dir gemeint. Wenn hinter uns wäre ja eh niemand gewesen. Boah, guck mal, wie die uns bewundern. Geil. Guck mal, jetzt machen die Fotos. Er genießt einfach nur. Wollen wir? Daumen hoch? Daumen hoch? Okay, Daumen hoch. Ja? Der Vorsitzende, der Transporter hier, der lacht auch übel ab. Fahrt ihr geradeaus? Ja. Ich glaube, der Halloween-Rider fahren wir da durch Berlin richtig? Ja, oder? Also wir fahren erst in den Kiosk. Hey, Aaron? Ja. Echt jetzt? Ja, die wissen schon Bescheid. Also mit 40 Kostüm, aber. 47. Die quetschen uns da alle rein. Das wird der Tod geil. Also wir laufen alle in der Polonaise da durch, dass wir da in den Kameras zu sehen sind. Und dann fahren wir weiter Richtung Innenstadt, Brandenburger Tor und so. Diese typische Runde, wo man halt das meiste Publikum hat. Aber wäre auch geil, wenn wir uns bei Hey Aaron einfach alle einmal da reinstellen, oder? Ja, alle zusammen einmal komplett rein nach. Ja, einmal komplett rein. Auf jeden Fall. Boah, der Hey Aaron, dieser Kiosk ist der immer auf TikTok die Clips hochlädt. Ja, genau. Ja, ja. Alter, das wird ja todgeil. Die sind auf Twitch auch immer live. Ja. Und wir kennen da jetzt schon die ganzen Mitarbeiter. Aaron haben wir noch nicht kennengelernt. Aber ich denke mal, das wird auch bald passieren. Das ist echt sehr, sehr guter Pfad. Ich sag dir immer Bescheid, wenn ich irgendwelche Leute finde, die definitiv mitkommen, dass du eine Zahl im Kopf hast. Ja, ich werde sowieso den Überblick verlieren, weil die zusagen, die kommen ja einfach auch manchmal nicht. Guck mal, Foto. Ja. Foto? Siehst ja, dann sagen welche kurzfristig ab, also kann ich keine genaue Anzahl sagen. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir beenden jetzt das Video. Wir hatten auf jeden Fall einen richtig coolen Tag. Hat Spaß gemacht auf der Kartbahn. War für mich mal eine ganz andere Erfahrung. Und wenn euch mein Video gefallen hat, hat es euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht.